spät durch Nacht und Wind. Ein Kescher ist es mit einem Fernlicht. Hallo und herzlich willkommen zu dieser späten Stunde. Heute erzähle ich euch etwas über LED-Lichter. Naja, über LED-Lichter oder genauer gesagt über Taschenlampen. Dieses Modell hier ist dann eher was für Kinder. Das könnt ihr schön mit am Henkel immer hin und her schlendern, wenn es das nächste Mal wieder auf eine Nachtwanderung bzw. Nachtcache geht. Aber was ist denn eigentlich mit so einer LED-Taschenlampe? Man hat doch in letzter Zeit sehr viel gehört von diesen neuen Super-Taschenlampen, die so richtig den Wald ausleuchten, quasi die Nacht wieder zum Tag machen. Ja, und auf diese Suche bin auch ich gewesen. Ich habe mir schon vor längerer Zeit gedacht, ja, jetzt wird mal langsam Zeit, die Nachtcache-Saison hat angefangen, jetzt wird Zeit für eine schöne Taschenlampe. Weil bislang hatte ich nur ein Modell aus dem Baumarkt und eins aus so einem Autohaus. Kann ich euch mal zeigen. So sieht das Ganze dann aus. Einmal hell, zweimal hell, das war's. Doch eigentlich hat es ja bis jetzt erst gereicht. Nur manchmal stellt man fest, dass diese Reflektoren, die wir suchen müssen, ziemlich weit weg sind und die Lampe dann dafür doch irgendwie ja, zu wenig Power hat. Und das, obwohl das doch so ein Riesending ist. Schaut das mal an. Eine Taschenlampe mit so vielen LEDs, die kann doch gar nicht verkehrt sein, oder? Ja, würde man glauben. Allerdings kommt es ja auch auf die Lampe an. Und zwar das Leuchtmittel, was da drin ist. Wenn ihr solche Lampen seht mit diesen Fischaugen, wo ganz viele LEDs drin sind, das sind wirklich diese klassischen hellen weißen LEDs in den Taschenlampen, die so ja, von früher, wie man es kennt eigentlich noch, ne, diese kleinen runden Kügelchen da. Allerdings haben die nicht so eine Leuchtkraft wie eigentlich diese superhellen Taschenlampen. Das sind nämlich andere Leuchtmittel. Ja, und darum habe ich mich mal ein bisschen im Internet umgeschaut und habe mal geguckt, was gibt es da für Taschenlampen, welche Anbieter, vor allen Dingen welche Preise. Und dann die größte aller Fragen, muss es eine Taschenlampe sein für 70, 80, 90 Euro? Oder reicht auch eine für 10? Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Ja, drei Modelle habe ich heute hier dabei und ich möchte mit der günstigsten und einfachsten Variante anfangen. Das ist die Lampe aus dem Baumarkt. Ihr seht hier vorne wirklich in diesem Bereich diese kleinen Punkte. Das sind so wie kleine Glasklügelchen. Das ist die eigentliche LED. Das ist also eine Leuchtdiode. Und wenn man diese LEDs wirklich mal betrachtet hier im Nahen so, stellt man doch fest, da sind ganz viele drin. Ich ziehe mal durch, ich glaube, es müssten 9 sein. Und ja, dann ist das Ganze in einem Aluminiumkörper gebaut, was ja schon mal gar nicht so verkehrt ist. Denn Aluminium ist sehr stabil, wenn es mal runterfällt, ist es nicht gleich kaputt. Etwas anders könnte das bei der Plastikvariante sein. Ich greife da nochmal ganz kurz hin. Wenn ihr nochmal vergleichen wollt, das hier ist die Plastikversion. Ja. Wenn mir die runterfällt, garantiere ich euch, das macht sie 12 Mal, dann habe ich 2 von der Hälfte hier. Ne? So, das sind so ja, Baumarkt-Taschenlampen. Mal eben Licht aus hier. Ja, das sind so Baumarkt-Taschenlampen, die ganz klar ja, einfach so für die breite Masse da sind. 10 Euro kostet sowas und dann kannst du das Ding kaufen. Und dann hast du ja erstmal Licht. Ja? Machst ja nichts verkehrt, 10 Euro. Wenn es schlecht ist, ist egal, schmeißt du weg. Allerdings muss ich feststellen, dass dieses Licht bis jetzt ganz gute Dienste geleistet hat. Nur wenn halt die Reflektoren so weit weg waren, habe ich gemerkt, dass ich entweder verdammt gute Augen haben musste oder ich war schon sehr nah dran am Reflektor, wo dann andere schon gesagt haben, ja, da hinten geht's weiter. Und ich habe gedacht, Also, von der Leuchtkraft her sind diese LEDs nicht so der Hammer. Da gibt es eine andere und die zeige ich euch jetzt mal. Ja, da seht ihr es schon. Das ist eine etwas andere LED. Ich versuche das mal so zu navigieren, dass ihr das sehen könnt hier. Da ist wirklich nur so eine gelbe LED drin. Effektiv gesagt ist es eigentlich wie so eine Art quadratisches Plättchen. Das ist eine sogenannte Cree LED. Das ist ein Hersteller von diesen LEDs. Und die machen sich da so ein paar Sachen zunutze. Die arbeiten mit Phosphat, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe bei Wikipedia. Auf jeden Fall sind diese Taschenlampen mit so einer Beleuchtung um ein Vielfaches heller als die gewöhnliche LED, wie wir sie
hier haben. Zack. Ja. Das ist also schon ein Vielfaches heller. Kann man sich gar nicht so erstmal vorstellen. Werdet ihr gleich mal sehen. So, halten wir mal ganz kurz fest. Es gibt also eine wichtige Sache, die man schon mal unterscheiden muss, nämlich das sogenannte Leuchtmittel. Also was ist für eine Lampe vorne drin? Das ist schon mal der erste Gag an der Sache. Das zweite ist die Energie. Ich meine, ich renne ja nicht mit einer Autobatterie durch den Wald. Man hat ja nur so ein paar kleine dabei. Tja, ihr seht ja selber auch, es gibt also hier zwei bekannten Sorten. Einmal die rote hier ist jetzt beispielsweise eine Doppel-A-Batterie. Daneben die etwas dünnere, kennt ihr aus Fernbedienung zum Beispiel, ist eine Dreifach-A, also hat drei A's auf der Batterie stehen. Unterschiedlich sind natürlich auch die Arten, was das für Batterien sind. Es gibt zum Beispiel Alkali-Batterien, Zink-Batterien, es gibt Kohle-Batterien, ist das nicht dasselbe, weiß ich nicht. Es gibt Lithium-Ionen-Akkus, es gibt Nickel-Metallhydrid-Akkus, ja, und die in verschiedenen Größen und Ausfertigungen. Und als ich mir so die Lampen im Internet angeschaut habe, fiel mir auf, dass eigentlich sich drei Batterietypen grundsätzlich durchsetzen. Und zwar einmal natürlich die Dreifach-A und einmal die Zweifach-A. Die 18650, das ist ein ganz spezieller Akku, kommen wir gleich kurz drauf. Erst einmal ganz klar, Batterien sind Wegwerfprodukte. Das heißt, wenn ihr die Batterien gebraucht habt und die sind irgendwie nach einer Nacht leer, ja, dann gehen die ab ins Recycling und das war's dann. Wer schlau einkauft, denke ich, weiß von allein, dass bei einem hohen Nutzen von Batterien immer ein Akku eine bessere Wahl sein könnte. Es sei denn, man hat so wie ich Glück und haut bei Groupon mal eben kurz 100 Batterien für 20 Euro. Das ist natürlich, aber ist egal. Auf jeden Fall, die Batteriewahl ist schon mal eine Sache. Und dann komme ich auf folgende Erkenntnis. Es gibt immer wieder so ein paar Modelle dazwischen, die haben diese A123, glaube ich, heißt diese Batterie. Die kennen wir aus Fotoapparaten. Die ist eine sehr, sehr leistungsstarke Batterie. Läuft auch wohl so schnell nicht aus, wie man hört. Aber die kostet mal richtig Geld. Fast 5 Euro eine Batterie, so im Durchschnittspreislevel, ist schon ganz schön heftig. Und vor allen Dingen, ich müsste mir extra für diese Lampe diese Batterie kaufen. Da habe ich mir gedacht, das ist ja Quatsch. Ich habe so viele Lampen, wir haben eine große Familie, 3 Kinder, 2 Erwachsene, jeder möchte eine Lampe haben, also muss irgendwie überall das Gleiche drin sein. Als ich dann festgestellt habe, dass diese 2A-Batterien eigentlich immer in etwas länglicheren Lampen auftauchen, weil die ja hintereinander gelegt werden, ist mir eine Sorte aufgefallen, in denen gibt es sogenannte 3x3A-Batterien. Das sind die mit einem etwas dickeren Griff und die haben einen besonderen Körper. Ja, und hier seht ihr sie schon. In diesem Adapter befinden sich 3x3A-Batterien. Ja, die werden hier einfach eingeklippt, so ganz normal, zack, da ist er drin. Dieser Öse hier, fertig. Und diese komische Wunderkerze, die ich jetzt hier in der Hand halte, man sieht das ja so ein bisschen, das sieht ja auch aus wie so ein Zigarettenanzünder, sage ich mal so in der Richtung. Diese Einheit ist letztendlich baugleich in Form, Größe mit dem Akku 18650. Ja, da hat man sich was bei gedacht. Also, wenn man jetzt möchte, kann man sich auf so eine Batteriezufuhr hier verlassen. Oder man kann auf normale Akkus in so einer Batterie entsprechend umschwenken. Oder man kann den relativ kostspieligen, aber dafür sehr effektiven 18650 holen. Naja, also bis jetzt muss ich ja sagen, bin ich ja noch ein Lampeneinsteiger. Deswegen habe ich den 18650 Akku noch nicht besorgt. Aber ich denke darüber nach, wenn meine Batterieladung hier zu Ende geht, dann werde ich wohl auf den 18650 umsteigen, denn da habe ich viel, viel mehr Strom drin, sage ich jetzt mal ganz bäuerlich, als in solchen normalen Akkus. Ja? Also die halten einfach etwas länger. Ja, dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie es aussieht, wenn man jetzt diesen Akku hier einsetzt. Das war hier die Baumarkt-LED, ne? Ihr wisst ja noch, ne? Vorne die neuen LEDs. Einfach dieses Adapterchen hier vorne reinschieben, zack, den Deckel nehmen, verschließen und dann ist gut.
Ja, ein, denke ich mal, wichtiger Aspekt bei der Preisfindung ist sicherlich auch das Material einer Lampe. Hier habe ich wirklich eine Aluminiumlampe, die wirklich sehr stabil ist. Die ist auch schon, soweit ich weiß, habe ich mal gehört von meinen Kindern, den einen oder anderen mal runtergefallen. Kein Problem. Es gibt allerdings Aluminium und Aluminium. Wenn ihr euch also jetzt fragt, warum diese Aluminiumlampe hier 10 Euro kostet und eine Markenlampe 70, 80 Euro, ja, dann liegt es nicht nur daran, dass die anderen das vielleicht noch schwarz lackiert haben, die haben sich da mehr bei gedacht. Nämlich die Aluminiumoberfläche kann versiegelt sein, vergütet werden, die kann, ja, man sagt so, Aircraft-Qualität haben, also sprich aus der Luftfahrt genommenes Aluminium kann verwendet werden, da gibt es verschiedene Qualitätsunterschiede. Ich bin natürlich kein Techniker, könnt ihr euch gerne mal im Internet schlau machen, aber das ist schon bedeutend. Was auch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel auch, ist diese Lampe wasserdicht oder spritzwassergeschützt? Der Unterschied ist ganz klar. Stellt euch vor, wir sind draußen unterwegs, es fängt an zu regnen, du stehst mit einer Lampe da und die Lampe macht irgendwann blub, 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 blub. Ja, dann hat es nämlich nicht gehalten, weil dann sind nämlich die Öffnungen, an denen Wasser eindringen kann, undicht oder nicht abgedichtet, würde man ja eher sagen, undicht ist er ja nicht, weil es gab ja vorher keine Dichtung. Also sollte man darauf achten, wenn man eine Taschenlampe kauft, mindestens eine spritzwassergeschützte. Und das sollte in den technischen Daten mit dem Wert IP44 beziffert werden. Was bedeutet spritzwassergeschützt? Bedeutet also ein bisschen Regen, kein Problem. Ein weiterer Unterschied bei Aluminiumlampen, da kommt jetzt mal meine neueste Errungenschaft von Aldi im Spiel, ist ja die Art, wie sie bedient wird, also die Schaltung dahinter. Also gibt einen ganz normalen Ein- und Ausschalter, an, aus. Und auch hier habe ich ein an, aus. Aber wo ist der Schalter? Ist der oben drauf, wie hier zum Beispiel? Da ist er hier oben. Oder ist er wie bei der schwarzen hier von hinten? Ja, von hinten ist ein gutes Stichwort. Die Technik ist letztendlich die gleiche. Ich drücke ja nur einen Schalter. Man spricht bei LED-Lampen, die von hinten geschaltet werden, von taktischen Lampen. Man kennt das immer aus dem Bereich Bundeswehr, wo Taktik ist, irgendwie Army-Style Polizei. Die haben so Tactical Lights, ne? Das ist immer so hin, so zack, und dann machen die Lichter von hinten an. Ja, ich weiß nicht, wer es braucht. Es wird aber letztendlich da durchsetzen, dass die meisten Lampen dieser Qualität und Güte hier, dass die hinten diesen Schalter haben. Ist ein bisschen Gewöhnungssache. Hat aber anscheinend auch einen Vorteil, denn dadurch, dass man den Schalter nach hinten versetzt hat, hat man hier im hinteren Teil des Gehäuses, mache ich mal eben kurz ab, anscheinend Platz gefunden für ein bisschen Spielerei und Technik. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier hinten diese Endung abhabe, dann ist hier in diesem Teil Elektronik verbaut. Diese Elektronik macht es möglich, eine Schaltung zu programmieren, dass diese Taschenlampe verschiedene Funktionen hat. Ganz schnell mal gezeigt. Auch hier sind natürlich die Akkus drin, ne? In der Schwatten hier. So. Aber was gibt es für Funktionen? Was kann Licht außer an und aus? Ja, es kann zum Beispiel sein, dass man eine sehr leistungsstarke Taschenlampe hat, aber man braucht gar nicht dieses riesenhelle Licht gerade. Man braucht eigentlich nur so ein bisschen, um was vor sich zu sehen, wenn man laufen möchte. Da gibt es also Taschenlampen, die in der Lage sind, verschiedene Helligkeitsstufen zu machen. Ich zeige das nochmal einmal kurz. Eine Helligkeit. Jetzt mache ich nochmal an. Jetzt kommt mein Blinklicht. Das ist das sogenannte SOS-Signal. Ne? Und wenn ich jetzt wieder anmache, bam, jetzt habe ich hier eine volle Leuchtkraft. Naja, was volle Leuchtkraft ist, zeige ich euch später. Also diese Taschenlampe ist in der Lage, zwei Lichthelligkeitsstufen, nämlich einmal hundertprozentige Leistung, dann sind wir hier bei fast 280 Lumen und die andere Schaltstufe ist ungefähr 50% Leistung, das heißt 140 Lumen sind das ungefähr. Lumen ist übrigens ein gutes Stichwort. Das ist ja immer so eine Frage, wie hell ist denn jetzt die Taschenlampe? Da kommt der eine mit Candel, der andere kommt mit Lumen, der nächste sagt, ja, das sind aber Ansilumen. Der dritte sagt Watt, also nicht Watt, was, sondern Watt. Ne? Ja, und solche Taschenlampen werden unterschiedlich deswegen beziffert, weil genau das ja euch verwirrt. Das heißt, ist jetzt mehr 5 Watt oder 200 Ansilumen oder 200 Lumen?
Oder ist 3 Watt mehr, weil 5 Watt irgendwie zu viel verbraucht? Oder überhaupt? Und genau das wollte ich euch heute mal zeigen in einem kleinen Test. Und zwar machen wir die Lampe jetzt gleich mal im Dunkeln hier an der Wand an. Und dann so, da, da. Im Dunkeln an mache ich ja gleich hier dieses schöne Bildchen von Chiara. Werde ich gleich mal ein bisschen zum Erleuchten bringen. Und dann zeige ich euch wirklich, was der Unterschied ist. Bevor wir das machen, habe ich noch eine Lampe für euch, die ihr noch nicht gesehen habt. Und auch diese setzt sich bei Geocachern ganz klar an die Spitze, weil die natürlich praktisch ist. Das sind sogenannte Kopflampen. Sieht bescheuert aus, ist auch so, aber macht unheimlich viel Sinn. Weil eine Kopflampe, hier so in Kombination vielleicht mit einem Hut, gar nicht mal so schlimm aussieht. Die kann man dann so ein bisschen neigen, dass man so runterscheinen kann oder fernlichtmäßig geradeaus. Und auch diese Kopflampen haben natürlich ein sehr helles Licht. Wollen wir mal einschalten, zack, erste Helligkeitsstufe. Ist ja schon mal ganz nett, ne? Dann kann ich hier weiterschalten, Stufe 2, Stufe 3 und danach blinken. Wobei dieses hier kein SOS-Blinken ist, sondern ein einfaches kontinuierliches Blinken ist. Ja, auch diese Lampe hat eine sehr helle Cree-Lampe drin und benutzt, ich zeige es dir mal ganz kurz, zack, die Dreifach-A-Batterien. Wie kann es auch anders sein? Ihr merkt schon, ich habe alles auf Dreifach-A aufgebaut. Natürlich passt in dieser hier aufgrund der Bauform jetzt künftig kein Akku 18650 rein. Macht aber nichts, weil bis dahin habe ich ja genug von den anderen Batterien übrig. Es gibt verschiedene Lampen, verschiedene Ausstattungen mit Akku-Packs, also bei den Kopflampen, mit so einem Kabel, dass der Akku irgendwie in die Innentasche rein kann, damit der in der Kälte nicht Leistung verliert. Es gibt welche mit hinten noch rotem Licht dran und dann haben die auch eine Automatik an der Hand vielleicht. Das ist teilweise Schnickschnack, muss man sich überlegen, ob man das haben möchte oder ob man sagt, oh, komm, ist egal. Ne? Und irgendwann geht einem Licht auf und man weiß, was richtig ist. Apropos Licht auf, ich denke, es wird Zeit für meinen Test. Dafür machen wir es erstmal dunkel.